Ein ganz bitterer Moment für Antonio Rüdiger. Wie der DFB am Abend bekannt gab, fällt der Abwehrspieler mit einem Kreuzbandriss für die EM aus. Der 23-Jährige war im ersten Training in Evian mit Thomas Müller zusammengeprallt. Nach minutenlanger Behandlung wurde er vom Platz geführt. Rüdiger war für das Eröffnungsspiel als Ersatz für Mats Hummels fest eingeplant. Bis dahin hat Joachim Löw jetzt die Möglichkeit, einen anderen Spieler nachzunominieren.